Das hier ist die brandneue GTX 1080 in der Founders Edition, Nvidias neues Grafikkartenflaggschiff und damit die aktuell beste Consumer-Grafikkarte, die der Markt hergibt. Wir schauen mal kurz, was sich in der Verpackung befindet, bauen die Karte ein und werden natürlich direkt diverse Spieletests durchführen. Viel Spaß dabei! Founders Edition ist im Grunde nur der neue Begriff für Referenzdesign. Diese Karte hier kommt direkt von Nvidia, sprich ist nicht von irgendeinem Boardpartner wie MSI oder Asus gebrandet. Verdammt interessant werden die ganzen Custom Designs der angesprochenen Hersteller. Die werden Mitte bis Ende Juni erscheinen, höher getaktet, besser gekühlt und mit ein paar Gimmicks wie zum Beispiel LED-Beleuchtung versehen sein. Nun aber hier zur Founders Edition, die jetzt zum Marktstart stolze 789 Euro gekostet hat. Die ziemlich cool gestaltete Verpackung beinhaltet, wie auf einen Sockel gestellt, erstmal die Grafikkarte selbst. Weiterhin liegt noch ein kleines Booklet mit einem Special Edition Badge sowie dem üblichen Papierkram bei. Die GTX 1080 gefällt mir auf den ersten Blick auf jeden Fall richtig gut. Total cooles Design, extrem hochwertig verarbeitet und was mir hier direkt auffällt, zur Stromversorgung wird lediglich ein einziger 8-Pin-Stecker benötigt. Das ist ziemlich krass. Mein Gaming-PC wird jetzt um die beiden GTX 980 Ti's erleichtert und mit der neuen GTX 1080 bestückt. Damit ergibt sich das hier eingeblendete Testsystem mit dem i7-6700K auf 4,5 GHz, gekühlt durch die H100i von Corsair, dem Z170 Gaming M7 Mainboard von MSI und 32 GB Crucial Ballistics Elite RAM mit 2666 MHz Taktung. Die restlichen Komponenten könnt ihr der Einblendung entnehmen. Und jetzt wird es richtig spannend, wie performt Nvidias neues Flaggschiff in verschiedenen Spielen. Im Folgenden zocken wir immer abwechselnd in WQHD und Ultra HD Auflösung. Die jeweiligen Grafikeinstellungen stehen wie immer unten drunter. Los geht's!
Uiuiui, für eine einzelne Grafikkarte sind das definitiv extrem gute FPS-Raten, aber das habe ich natürlich auch erwartet. Im Vergleich zum direkten Vorgänger, sprich der GTX 980, ist die GTX 1080 ca. zwischen 55 und 70% schneller, also ein echt großer Leistungszuwachs. Im Vergleich zu einer GTX 980 Ti fällt der Unterschied natürlich um einiges geringer aus. Hier ist die GTX 1080 grob 20 bis 30% schneller. Im Vergleich zur Titan X sieht es sehr ähnlich aus. Auch hier sind es im Schnitt 25%. Leistungsmäßig also ganz klar einen Daumen nach oben für die neue GTX 1080. Vor allem wenn man bedenkt, dass es sich hierbei ja lediglich um die Founders Edition handelt und einige Custom Designs mit werksmäßiger Übertaktung kommen werden, wie zum Beispiel von Zotac, wird der Vorsprung nochmal ein gutes Stück größer. Und gleichzeitig ist die Karte deutlich effizienter und verbraucht recht wenig Strom. Die Lautstärke der Founders Edition ist übrigens in Ordnung, hätte ich mir noch ein bisschen lauter vorgestellt, allerdings wird die Karte doch schon ziemlich heiß. Spielt man eine Weile in 4K, stehen da schnell mal 80 bis 84 Grad auf dem Plan, was natürlich echt eine Menge ist und sehr, sehr wenig Spielraum für Übertaktung bietet. Meine Empfehlung an euch ist auf jeden Fall auf ein vernünftiges Custom Design zu warten oder vielleicht auch noch ein kleines bisschen länger, sodass der Preis etwas sinkt. Denn über 750 Euro für eine Grafikkarte ist nicht nur sehr viel Geld, sondern auch in Anbetracht des Preis-Leistungs-Verhältnisses nicht der Hit, vor allem im Vergleich zu anderen Karten wie der 980 Ti, die schon ab ca. 620 Euro erhältlich ist. Damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, direkt mal das neue Flaggschiff ausprobieren zu können. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Gebt mir gerne Feedback in den Kommentaren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht ja mit der GTX 1070? Keine Ahnung. Macht es gut, Leute. Ciao.